Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Linda Daskewitz Workout für die Arme. Bye bye Schwabbelarme und hallo sexy straffe Arme. Und alles was ihr dafür braucht sind einfach zwei kleine Kurzhanteln. Wenn du keine hast, dann trainiere einfach mit Wasserflaschen oder einfach so. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, dann nimmst du einfach Gewichtsmanschetten hinzu, die du dir einfach hier links und rechts einfach um deine Handgelenke schnürst. Wenn du keine hast, dann schau einfach mal bei mir unten in die Infobox. Dort habe ich sie euch verlinkt. Und dann sage ich jetzt einfach mal viel Spaß beim Workout. Los geht's! Und wir wärmen uns erstmal ein wenig auf. Wir marschieren wie immer locker auf der Stelle. Wir heben ein wenig die Knie und die Arme schwingen wie immer locker. Oberkörper erst einmal vorbei. Wir aktivieren unseren Schultergürtel, unsere Arme und wir bereiten uns mal wieder wie immer darauf vor, auf das, was gleich kommt. Und ich freue mich vor allem heute mit euch dieses Arm-Workout zu machen, denn das ist eines der meist angefragten Workouts mit schlanken Beinen und Schwangerschafts-Workouts. Das ist das, was ihr am liebsten macht mit mir und da freue ich mich sehr drauf. Okay. Strecken die Arme zur Seite und neigen in der Mitte. Und nochmal hoch und tief, locker, locker. Okay, wir wärmen uns auf und wir laufen dabei auf der Stelle. Somit haben wir auch eine kleine Cardio-Einheit mit dabei und aktivieren somit gleichzeitig unseren Stoffwechsel. Eine super Sache und ja, verbrennt noch zusätzlich Kalorien. Okay, es geht nach vorne, zurück, nach vorne. Und zurück, come on, nach vorn und zurück, schön, nach vorn und zurück, immer schön auf Schulterhöhe bleiben und zurück, super. Und wir aktivieren schön den Schultergürtel, wir wärmen die Muskulatur auf, damit wir uns keine Verletzungen oder Zerrungen holen. Okay, und es geht nochmal zur Seite und zurück und nochmal zur Seite und wir schließen und öffnen und schließen, super, noch zwei mehr davon. Und es geht nach oben. Und wir aktivieren auch hier unsere Brustmuskulatur, den Rückenstrecker und vor allem die Schultern arbeiten heute. Und ich sage euch, es wird heute burn, burn, burn. Yeah. Und nach oben und zurück. Und nochmal zwei mehr. Und dann geht es auch schon direkt nahtlos weiter mit unserem richtigen Workout. Greift euch eure Kurzhantel. Und los geht's. Also wir kommen in den weiten Stand etwas weiter als schulterbreit und die Arme bleiben angewinkelt und wir öffnen auf Schulterhöhe, wir schließen und bringen die Gewichte vorne vor die Brust zusammen. Nach oben und schließen. Wir öffnen und schließen. 90 Grad im Ellbogengelenk und schließen. Schöne Butterfly-Übung. Ist auch sehr schön für den Rücken. Diese Übung trainiert auch gleichzeitig den Rücken mit. Vor allem auch, wenn ihr vielleicht im Sommer ein Oberteil tragt, wo es hinten ein bisschen rückenfrei ist. Das sieht immer ganz schön aus, finde ich, wenn Frauen ein bisschen den Rücken auch trainiert haben. Okay, nochmal hoch und tief. Schön. Hoch und tief. Komm mal 90 Grad im Ellbogengelenk. Die Knie sind leicht gebeugt, soft. Der Bauch ist fest, der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, habt ihr immer einen guten Stand. Und dann geht's mit voller Motivation und voller Kraft voraus. Come on. Letzten 10. Schön. Noch 9. Und tief. Noch 8. Super. Noch 7. Noch 6. Come on. Noch 5. Schön. Noch 4. Noch 3. Die letzten 2. Und der letzte. Und ihr kennt meine Übung, wir halten isometrisch für 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen und marschieren auf der Stelle. Kreisen die Schultern locker, 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 come on. Kurz auf der Stelle laufen und dann geht es direkt nach vorne und mit der vorderen, mit dieser Übung hier trainieren wir den vorderen Anteil unseres Muskels, ja, nämlich den Anterior-Muskel der Schulterpartie nach vorne. Und zurück, super, vor und zurück, auf Schulterhöhe, mit den Gewichten, mit Gewichtsmanschetten haben wir noch ein zusätzliches kleines Gewicht, aber das reicht schon aus, ne? Okay, nach vorn und zurück,
schnell nach oben und langsam zurück. Come on, schnell hoch und langsam zurück. Super. Nochmal, schnell hoch und zurück. Super. Und langsam wieder tief. Schön. Schnell hoch und tief. Schnell hoch und tief. Die letzten 5, 4, 3. Schön. 2. Und es britzelt schon. Und der letzte. Wir halten. 5, 4, 3, 2, 1. Und lockern, lockern, lockern. Marschiere auf der Stelle. Kreis die Schulter. Mach dich locker. Okay, atme nochmal ein und aus. Okay, wir kommen nochmal an den Beinstand. Und die Knie sind soft. Und es geht jetzt alternierend nach vorne. Wir gehen nach vorne. Der zweite Arm. Wir senken ab und der andere zieht nach. Okay, nach vorn, der andere kommt, der andere geht nach. Okay, hoch, hoch, tief, tief. Das Ganze etwas schneller diesmal. Okay, weil wir wollen ja unseren Stoffwechsel hier aktivieren und wir möchten auch gerne, dass ein paar Fettzellen schmilzen. Und damit die Arme auch schön definiert sind, müssen wir auch dafür sorgen, dass dort auch das Fett schmilzt. Und das geht einfach nur über Sport und natürlich auch über eine gezielte Ernährung. Ganz wichtig. Okay, tief, tief nochmal. Hoch, hoch auf Schulterhöhe, tief, tief. Die Ellbogen sind dabei ganz leicht gebeugt. Okay, ich möchte hier keinen durchgestreckten Ellbogen sehen, sondern immer nur ganz locker und soft. Okay, come on. Letzten 5, 4, 3, super, und die letzten 2, schon fast geschafft, und der letzte, super, und wir halten vorne für 5, 4, 3, 2, 1, marschiere auf der Stelle und locker dich aus, schön. Du weißt wahrscheinlich, was jetzt kommt, wir haben die Seiten gemacht, wir haben vorne trainiert und jetzt geht es nach oben, Overhead Presses, komm wieder in den weiten Stand, Knie sind soft. Und die Arme gehen auf Schulterhöhe und es geht hoch. Die Gewichte berühren sich oben und wieder tief. Come on. Hoch und tief. Der Bauch ist fest. Hoch und tief. Super. Hoch und langsam ungefähr zurück. Hoch und tief. Schön. Damit trainieren wir auch den hinteren Anteil, den mittleren Anteil. Und es formt auch wunderschön hinten auch unsere Schulterblätter, die Muskulatur, die Rhomboideen, das sieht auch schön aus, wenn die mal schön trainiert sind. Ja, come on, hoch und tief, schön, hoch und wieder tief, schön. Mit Kraft, ohne Schwung, alles mit Kraft nach oben, ohne Schwung, super. Sonst schummelst du und das wollen wir ja nicht. Ne? Wenn ihr euch schon aufgemacht habt, mit mir zu trainieren, dann machen wir es offen und ehrlich und ohne Schummeln. Also ohne Schwung, immer mit Kraft nach oben. Sehr gut. Schön, die letzten 5, 4, 3, 2 und der letzte. Super, und lösen. Schiere auf der Stelle. Sehr schön, alles klar. Und kreise nochmal deine Schultern. Und wir begeben uns nun Richtung Bizeps. Okay, nimm beide Gewichte in eine Hand. Wenn es dir zu viel ist, dann trainierst du nur mit einem Gewicht. Und dann verlagerst du das Gewicht auf das rechte Bein. Und versuche nun, deine Balance zu halten. Denn damit aktivierst du noch mehr Muskeln im Körper. Und wir lösen das linke Bein von der Erde. Und wir kommen in eine Abduktion. Und gleichzeitig auch die Bizepsübung. Okay, und hoch und tief. Schön. Wir setzen das Bein nicht ab, es ist permanent am Arbeiten. Super. Und der Ellbogen ist fest am Oberkörper und der Ellbogen führt. Schön. Hoch und tief. Hoch und tief. Schön. Eine schöne Bizepsübung. Sieht auch immer gut aus, wenn der Bizeps ein bisschen gefestigt ist. Wenn er ein bisschen definiert ist. Es müssen ja keine Muckis sein, denn dafür haben wir einfach hier zu wenig Gewicht. Da könnten wir nämlich das 5-fache draufpacken. Da hätte man irgendwelche bösen Muckiarme, aber es ist
alles hier im Rahmen. Wir wollen ja nur lediglich straffen und vor allem Kalorien verbrennen. Ja, super. Und hoch und tief. Langsam kontrolliert und wieder tief. Schön. Noch 5, 4, 3, super, 2 und der letzte. Und langsam lösen. Seitenwechsel, direkter nahtloser Übergang. Und auch hier finde deine Position, kariere dich aus und löse nun das rechte Bein. Und wenn du es gelöst hast und du hast eine Balance gefunden, dann kommst du auch in die Bizepsübung. Schön, das trainiert auch gleichzeitig unseren Gluteus, den Popomuskel. Ja, und nicht nur Arme, ihr bekommt heute die Beine mit umsonst. Schön, okay, und hoch und tief. Schön, hoch und tief. Und spannt dabei auch euren Bauch an. Schön den Bauch anspannen. Ihr wisst ja, dann trainiert ihr den Bauch mit. Toll. Noch 5 auf der Seite. Noch 4, noch 3, die letzten 2, schön, und der letzte, und langsam lösen, und marschiere auf der Stelle und kreise deine Schulter, super, die erste Runde ist fast geschafft, nun geht's um unseren Trizeps, genau, ich drehe mich hier zur Seite ein, Oberkörper geht nach vorne, die Knie sind leicht gebeugt, die Ellbogen sind ganz eng am Oberkörper fixiert und wir strecken die Arme nach hinten aus und halten und kommen langsam zurück. Ja, wir kommen in die Streckung, eng am Oberkörper und zurück. Okay, Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, dann macht ihr nichts falsch. Hoch und tief, schön. Hoch und langsam absenken und mit Kraft, ohne Schwung, ihr wisst schon. Wir wollen ihn nicht schummeln. Und tief. Schön. Schöner Trizeps hier. Come on. Und strecken. Und strecken. Super. Und mit den kleinen Handgelenksmanschetten. Ich sag's euch, dieses Gewicht alleine schon, das reicht aus, um einen noch größeren Trainingseffekt zu erzielen. Wenn ich schon trainiere, dann möchte ich auch bitte schön ein bisschen Maximum haben. Ne? Ist ja klar. Und und zurück. Komm an, die letzten 10, 9, 8, Bauch ist fest, komm an, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte oben halten für 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Das war unsere erste Runde. Wir lockern uns ein bisschen auf und wir kommen direkt nahtlos in Runde 2. Okay, come on. Und wir kommen in den weiten Stand und es geht zur Seite. Side Races. 10. Jetzt kennt ihr schon alle Übungen. 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Und wir lockern kurz, atme durch. Es geht sofort nach vorne. Und 10, 9, 8, 7, Bauch ist fest, komm, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gehen direkt in die Alternierung. Und wir gehen hoch und tief. Nochmal hoch und tief. Come on. Noch 9. Noch 8. 7. Super. Noch 6. Noch 5. Noch 4, come on, beiß dich durch. Noch 3, die letzten 2, okay, okay, und der letzte. Und wir halten für 5,
4, 3, 2, 1. Löse, locker dich kurz auf und marschiere kurz auf der Stelle. Lockern, lockern, lockern. Und es geht direkt weiter. Wir klappen das Gewicht um. Es geht nach oben in die Overhead Presses. Gewicht berührt sich. Und tief, come on. Hoch und tief. Komm, schon 10. 9. Noch 8. 7. Noch 6. Noch 5. Fast geschafft. Come on. 4. Schön. Noch 3. Das machst du super. Noch 2. Und der letzte. Und lösen. Löse, löse, löse. Gib das eine Gewicht in die andere Hand. Und es geht weiter. Bizeps kommen in den weiten Stand. Positioniere dich. Löse das Bein von der Erde. Und 10. Schön. 9. 8. Ellbogen ist enger am Oberkörper. Come on. Noch 7. Schön. 6. Das Bein setzt nicht auf. Noch 5. Noch 4. Die letzten 3. 2. Und der letzte. Wir halten für 5, 4, 3, 2, 1. Und löse Seitenwechsel. Come on, direkt. Und positioniere dich und es geht hoch und tief. Come on. 10. 9. 8. 7. Noch 6. Komm schon. Noch 5. Hälfte geschafft. 4. Langsam und kontrolliert. Noch 3. Denk an die schönen Arme. Letzten 2 und der letzte, wir halten. 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen. Komm direkt auf die Seite. Oberkörper geht nach vorne, Bauch ist fest, Knie sind soft, leicht gebeugt und es geht mit den Gewichten langsam und kontrolliert. Nach hinten in die Trizepsstreckung. Okay, noch 10. 9. Come on. 8. 7. Schön. Noch 6. Genieße es. Denk an deine Muskeln. Komm schon. Noch 6. Noch 5. 4. Komm schon. Noch 3. Jawohl. Die letzten 2. Und der letzte. Ein für mich. Und wir halten oben für 5, 4, 3, 2, 1 und lösen, lockern, lockern, lockern. Leg die Gewichte zur Seite. So, haben wir es doch geschafft. Locker, locker, locker. Kommen in den weiten Stand und wir gehen. Atmen ein und lockern. Und nochmal einatmen. Schön. Und ein letztes Mal. Und wir nehmen den Ellbogen nach hinten in deinen Kopf und die Hand ist zwischen den Schulterbrettern. Ach, Brettern, Blättern und wir ziehen mal kräftig nach und halten das Ganze für noch einen Atemzug und löse, Seitenwechsel, die Hand geht auch hier wieder zwischen die Schulterblätter und wir halten das Ganze kurz und dehnen schön nach. Da haben wir heute viel für die Schulter, für die Arme getan, für den Bizeps, für den Trizeps, für den Schultergürtel, für die obere Rücken. Partie. Wunderbar. Schön. Und es geht hier nochmal nach vorne und wir halten nochmal hier, ja, den Ellbogen fest ranziehen an die Brust, um auch hier nochmal den mittleren Schulteranteil zu dehnen. Ja, der mittlere Schulteranteil, das ist einmal dieser Bereich hier, den dehnen wir jetzt mal schön. Okay, und Seitenwechsel. Auch hier den mittleren Schulteranteil schön ziehen und dehnen. Halte, genieße. Und atme in die Dehnung rein und zieh nochmal nach. Wunderbar. Und locker. Und kreise die Arme ganz groß. Mach dich ganz groß. Ganz große Kreise. Genau. Nutze deine Bewegungsamplitude. Nutze deine Range of Motion. Und nutze deine Kraft deines Körpers. Okay. Und dann sage ich in diesem Sinne, hoffe, du hast Spaß gehabt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Aktiviere die Glocke. Besuche mich auf Instagram und auf Facebook und, ja. Und dann sage ich einfach in diesem Sinne, macht's gut, bleibt immer schön sportlich.